Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 27. April. Heute haben wir dabei Messenger Rooms, Maxdome, YouTube Premium, Amazon und Tesla. Ja, beginnen tun wir mit Facebook. Die haben ein neues Feature angekündigt und zwar die Messenger Rooms. Und was ist das? Das sind Gruppen-Videoanrufe bis zu 50 Personen. Ja, wir machen jetzt alle Videokonferenzen, sei es in Teams, Zoom oder auch Houseparty. Und da mischt Facebook jetzt auch mit. Die Gruppen sollen ganz einfach von fast überall in Facebook zu erstellen sein, also aus dem Newsfeed, aus Gruppen, aus Veranstaltungen. Und dann können neben dem Ersteller, wie gesagt, 49 weitere Personen mitmachen. Gibt die Standard-Features, die man auch von anderen Videochats kennt, mit Hintergründen und Ähnlichem. Ja, gucken wir mal. Das wird jetzt in ein paar Regionen ausgerollt, wie immer nicht weltweit direkt, aber soll auch in den kommenden Wochen dann in Deutschland zur Verfügung stehen. Ja, ich bin gespannt, ob wir es jetzt wirklich brauchen oder ob wir nicht genug Alternativen haben, steht mal auf einem anderen Blatt. Wo wir auch genug andere Alternativen haben, ist beim Streaming und deswegen ist bei Maxdome, dem alten Streaming-Dienst von Pro7Sat1, demnächst Schluss. Das sollte eigentlich schon im März sein. Er läuft aber immer noch weiter, man kann sich allerdings nicht mehr neu registrieren und jetzt soll im Sommer wirklich letztendlich komplett Schluss sein und am liebsten migriert man die ganzen Abonnenten dann oder Zuschauer dann rüber nach Join, dem neuen Dienst der Pro7Sat1 Gruppe. Maxdome soll allerdings noch weiterleben und soll als Portal zur Verfügung stehen, damit man dort digital Filme und Serien leihen und kaufen kann. Ob man auch das braucht, steht auch nochmal auf einem anderen Blatt. Ja, YouTube Premium, das ist der YouTube-Dienst, wo man zahlt und dann hat man einige extra Features und Serien wie Cobra Kai und keine Werbung in den normalen YouTube-Videos. Da soll jetzt aber auch noch was dazukommen und auch hier wird wieder experimentiert, sprich nicht jeder bekommt es und es wird nicht in allen Regionen gleichzeitig ausgerollt. Und zwar soll in YouTube Premium eine Kanalmitgliedschaft integriert sein. Kanalmitgliedschaften, das sind so Premium-Dienste von YouTubern, um die zu unterstützen, bieten die in der Kanalmitgliedschaft dann nochmal exklusiven Content an. Dafür kriegen sie ein bisschen Geld und das soll jetzt, wie gesagt, dann auch in YouTube Premium, zumindest zeitweise integriert sein. Man kann das auch monatlich ändern, sprich, in einem Monat ist man bei dem einen YouTuber in der Kanalmitgliedschaft, bei dem nächsten Monat in einer anderen. Ja, nächstes Thema, Amazon. Wir hatten vor zwei Wochen grob drüber gesprochen, dass Amazon in Frankreich vom Gericht verknackt wurde, erstmal das Warenhaus bzw. die Warenhäuser zuzumachen und durften dort nur noch Dinge des täglichen Lebens, die unbedingt notwendig sind, ausliefern. Dagegen hat Amazon geklagt und ja, sie haben verloren. Das heißt, sie dürfen weiterhin immer nur noch Dinge, die notwendig sind fürs Leben, fürs tägliche rausliefern, also ja, Gesundheitssachen, Essen, Tierfutter und sogar Elektronik. Ja, was auch immer das dann heißt, genau, was da wirklich nötig ist. Ja, hätte man jetzt nicht erwartet, aber Frankreich ist da wohl auch sehr speziell. Amazon hat wohl auch diverse Maßnahmen getroffen, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu garantieren. Allerdings muss man in Frankreich da immer die Gewerkschaften mit reinholen und wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen machen, damit das dann alles richtig korrekt läuft. Und das war wohl nicht so. Und letztes Thema für heute, endlich wieder ein Tesla-Thema. Tesla rollt jetzt ein neues Update für den Autopiloten raus, was mit Stoppschildern und mit Ampeln umgehen kann. Das Ganze gab es schon in der Beta und wird jetzt in Amerika weiterhin ausgerollt. Und entsprechend kann der Autopilot dann erkennen, wenn ein Stoppzeichen auf der Straße ist oder wenn eine Ampel rot anzeigt und fährt dann logischerweise das Auto herunter. Für andere Länder braucht es natürlich noch ein paar mehr Daten und Informationen, weil zum Beispiel die Ampeln in den Ländern unterschiedlich aussehen und unterschiedlich angebracht sind. Stoppzeichen sollten eigentlich relativ gleich sein. Und dann steht natürlich auch noch mal in den Sternen, ob das in den jeweiligen Ländern erlaubt ist. Aber auch da halten wir euch wie immer auf dem Laufenden. Und das war's dann auch zum Start in die Woche. Kommt gut rein, bleibt positiv und wir hören uns dann morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.